Damit herzlich willkommen bei Tom Tut. Schön, dass du Poolheld bei diesem Video dabei bist. Der Poolroboter kam nicht mehr von der Stelle und das Problem ist sehr einfach identifiziert. Diese beiden Zahnriemen haben nicht mehr wirklich viel Zähne dran. Im wahrsten Sinne des Wortes sind die einfach alt geworden und haben ihre Zähne verloren. Und in diesem Video zeige ich dir jetzt ganz schnell, wie ich den Poolsana Pro Next hier aufmache, um diese Zahnriemen auszutauschen. Unten ist wirklich nur eine einzige Schraube, um den Deckel abzumachen, an dem auch diese schöne Bürste dran ist. Wichtig ist, diese Nase später wieder an die richtige Führung zu stecken. Das zeige ich dir dann, wenn wir den wieder zusammenbauen. Es sind hier nur vier Schrauben, die oberen zwei und hier unten die zwei Schrauben, die zu lösen sind. Das sind dann die Führungs- und Spannrollen. Das sind zwei verschiedene Schrauben. Die eine hat so einen Kopf drumherum, die andere hat keinen so Ring quasi drumherum. Und ich zeige dir genau, wo die nachher eingesetzt werden. Wenn du die vier Schrauben gelöst hast, dann steckt dieses ganze Gehäuse nur noch an den Zapfen von der PVA-Walze und in der Mitte noch von dem Motor. Das zeige ich dir nachher noch genauer. Deine Arbeitsumgebung sollte einigermaßen sauber sein, weil ja, kann mal passieren, dass eine Rolle runterfliegt, wenn das Gehäuse sich dann auch ruckartig löst. In der Abdeckung sind außen die Führungen für die PVA-Walze und in der Mitte die Führung für den Motor. Und die Rolle, die ich verloren habe, ist einfach eine Führung für das Raupenband und die kannst du ganz einfach wieder hier aufstecken. Die anderen zwei Rollen sind dann die Spannrollen für die Zahnriemen und das hier sind eben die Führungsrollen für die Raupenbänder. Jetzt kannst du den äußeren Zahnriemen einfach hier abziehen. Die PVA-Walzen lassen sich auch frei bewegen, weil auf der anderen Seite sind sie auch noch in der Führung drin. Um den inneren Zahnriemen wegmachen zu können, muss man dann einfach nur noch das Raupenband hier wegmachen. Und das war eigentlich schon die Demontage. Und jetzt kann ich direkt die beiden Zahnriemen hier wieder auflegen. Das Raupenband montiere ich genauso, wie ich es abmontiert habe. Ich bin mir nicht sicher, ob die Richtung jetzt hier entscheidend ist, aber ich mache es genauso wieder dran. Um jetzt die Spannrollen auch richtig unter die Zahnriemen zu bekommen, solltest du das hier mit einem kleinen Kabelbinder einfach leicht fixieren. Ich habe mich aus irgendeinem Grund dagegen entschieden, das zu machen. Ich kürze das im Video aber auch hier ab. Kann dir aber dringend empfehlen, fixiere das einfach mit dem Kabelbinder, dann ist die Montage viel einfacher. An dem Außendeckel sind hier Nasen dran und deswegen ist es wichtig, dass du das beim Zusammenstecken erst unten einhängst und dann praktisch zusammenklappst, damit das unten eben schon schön arretiert ist. Ich habe das in dem Video hier wirklich stark abgekürzt, weil ich einfach hier viel rumgefummelt habe. Benutze, wie du siehst, keinen Schraubenzieher, um den Zahnriemen hochzuheben, sondern einfach einen kleinen Kabelbinder. Ist deutlich einfacher. Beim Zusammenklopfen einfach ein bisschen vorsichtig sein, aber die PVA-Walzen, diese Führungen müssen halt zusammenkommen und deswegen ist leichtes Klopfen hier auch genau der richtige Weg. Die Schrauben bitte immer erst ansetzen und danach alle schön festziehen. Und dann siehst du hier wieder die zwei verschiedenen Schrauben, die du dann auch genauso wieder festschrauben solltest. Unten sind die mit Köpfchen, oben ohne. Alle vier erstmal leicht ansetzen und dann handfest über Kreuz festziehen. So kann sich das Bauteil schön anlegen. Im Ergebnis siehst du dann, dass der äußere Zahnriemen schön über seine Spannrolle drüber läuft. Genauso auch der innere Zahnriemen und du spürst auch, dass er schön stabil und straff sitzt. Zum Test kannst du dann einfach auch die PVA-Walzen mal drehen und wirklich gucken, dass alles ordnungsgemäß so läuft, wie es auch sein soll. Hier siehst du jetzt die Führung, das ist das, was immer hin und her wackelt und die untere quere Bürste praktisch bewegt. Und diese Nase, die muss natürlich beim Zusammenmontieren auch genau hier ordentlich reinpassen. Und dann ist es nur noch die eine Schraube bzw. der Deckel, der den Clip festhält, damit der Boden nicht rauskommt. So, dann tauchen wir wieder fleißig ab. Das war es nämlich schon für das Video. Die Reparatur ist erfolgreich und seit 2018 läuft er jetzt erfolgreich durch meinen Pool. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und gefallen und dann war es das schon wieder. Das war Tom Tut. Bleib hart am Gas.